Also, meine Lieben, was soll ich sagen? Nichts Neues. Wieder ein krankes Kind. Also, zwei kranke Kinder zu Hause. Aber so ist das eben bei uns. Müssen wir durch. Es ist eine halbe Stunde zu früh. Ich bin ja in der Schule und dachte mir irgendwie, ich brauche länger. Ich nehme heute nur die Jungs mit. Die Mädchen sind verabredet und die Jungs haben auch Besuch. Ja. Und dann wieder nachher mit Leonora zum Arzt. Die dritte und letzte Spritze abholen, Gott sei Dank. Ja, und eben habe ich noch eine Freundin getroffen. So schön, haben uns kurz verquatscht. Das ist so schade. Ich mache das so selten, mich mit Leuten treffen. Und dann merke ich hinterher immer, dass ich es voll vermisse, mit anderen zu sprechen, außer mit Kindern. Da ich irgendwie nur mit meinem Mann oder mit den Kindern zusammen bin. Und wenn jetzt mein Mann weg ist, tatsächlich, nachdem ich meine Freundin verabschiedet habe, laufe ich ganz selbstbewusst zum Auto und denke noch so, hä, das springt ja gar nicht auf. Egal, ich rucke und denke so, hä, ist mein Schlüssel leer? Mach nochmal, rucke, nochmal. So ein anderer Autofahrer hat schon gedacht, ich habe sie nicht. Und dann, ey, oh mein Gott, ist mir eingefallen, dass ich ganz auf der anderen Seite geparkt habe und bin dann so vom Auto weggegangen. Ey, die Leute haben mich angeguckt, das war mir so peinlich. Ey, warum passiert mir das immer? Yeah. Ich kann noch nicht mehr, ne? Die Jungs sitzen hinten im Whirlpool und dann rufe ich so rüber und sage, hey, möchtet ihr was essen? Ich bestelle jetzt was zu essen. Und dann rufen sie, ja, gern einen Mojito. Ey, ich kann nicht mehr. Die denken auch, die sind 20 und im Beachclub, ne? Klar, sie meinten mit Sicherheit einen Virgin, aber ich verelf das von einem Kind. Voll geregelt. Hier hinten ist der Indoor-Spielplatz für die Kleinen. Und die Naima spielt da gerade mit der Nanny, weil die anderen ja Fieber haben. Und hier raus sind die Jungs und baden im Pool. Mit Restaurant und allem. Und das alles hier in der Community. Es ist ein Traum. Für die Kinder, für uns. Wirklich ein Traum. Und da Ordnung sein muss, nach dem Baden werden die Badehosen aufgehangen und die Handtücher. Sehr gut. Die Sachen sind echt angekommen und Amaya hat sehr hohes Fieber, aber ist trotzdem sehr aktiv. Mausis bauen wir. Nani, komm zu Nani. Wow. Bravo, Naima. Naima, bravo. Morgen, meine Lieben, es ist so geiles Wetter hier in Dubai. Ich bin gerade aus der Haustür raus und so 23 Grad, die Sonne scheint, oh, Lieblingswetter, muss für mich gar nicht heißer werden. Ich habe gestern einen riesen Fehler gemacht, ich habe Isa eine neue Trinkflasche gebracht, aber er hat mich auch selber darauf angesprochen, dass er eine größere braucht. Ey, gab es ein Theater zu Hause, aber ich kann es ein bisschen verstehen, die Trinkflasche ist auch echt toll, ich zeige euch die gleich mal. Ich meine, schaut sie euch an. Es ist Thermo. Tolle Motive. Und ich habe jetzt gesehen, dass die gleiche Marke wie von den Schulturnistern. Und was halt auch echt toll ist, hier kann man raufdrücken, dann kommt so ein kleiner Splash raus und man hat eine Erfrischung. Mhm. Das ist also the shit. Ich bin mal wieder eine halbe Stunde zu spät an der Schule. Wie immer, wenn ich sie abhole. Ich bin eine notorische Zufrühkommerin, weil ich möchte ja nicht zu spät kommen. Ich weiß nicht, was schlechter ist. Also für mich auf jeden Fall das. Am Samstagmorgen zu einem Autohändler fahren, der eine Stunde entfernt ist, weil der hat sogar einen Schulbus da stehen. Ist das nicht geil? Weil ich blende euch das jetzt mal ein. Ich möchte gerne so einen Bus haben. Ihr werdet jetzt lachen. Aber wir haben zwei Siebensitzer und ich finde es immer so schade, mit zwei getrennten Autos überall hinzufahren, die Kleinen weinen, wenn die mit den Nannies fahren und ich die Tür zumache und mich in mein Auto setze, die Großen machen Theater, dann will jeder neben dem Baby sitzen. Es ist fürchterlich. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das sind für mich immer so die größten Stress im Alltag, weil ich einfach weiß, ich kann nicht alle glücklich machen. Also es gibt immer jemand, der sauer auf mich ist und mindestens zwei schreien auch. Ja. Und mein Mann wird jetzt wahrscheinlich nicht Schnappatmung kriegen. Nein, ich kaufe nichts. Ich gehe sie mir erstmal nur angucken. Sag guten Morgen. Oh Mann, lass das doch mal. Sie denken, ich habe den schlecht gelaunten Partner auf diesem Planeten. Das stimmt ja nicht. Wir waren gerade auf dem Gemüse- und Obstmarkt. Herrlich. Und jetzt kaufe ich mir was Leckeres. Mein Mann hat noch den Ikea-Kater. Nein, Mann, ich habe diese Pflaumen auf nüchternen Magen gegessen. Du weißt, was jetzt passiert. Ich muss nach Hause. Die Pflaume. Wir waren heute Pony schneiden. Wie man sieht, ist ein bisschen in die Hose gegangen. Meine Kinder haben kein Gesicht für einen Pony. Amaya! Amaya sieht einfach aus wie Alf. Amaya! Leo, guck du mal. Schatzi. Nein, kein Bock. Aber Maya ist die schärfste. Amaya sieht einfach aus wie ein kleiner Junge jetzt. Leo, Leonora. Leonora hat jetzt sehr viel Volumen. Mausi, love, 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 love. Oh.
Sag mal, hey, wie ihr aussieht mit eurem Pony. Ja, 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 wie Austin Powers, habe ich ein paar Mal gelesen. Ich kann nicht mehr. Maya, kochst du mir was? Ja. Kochst du mir was? Mit deiner Pfanne? Ihr geht schon viel besser. Die Spritze haben sofort geholfen, wie man hört, ne? Was trinken, Mausi? Sag mal guten Morgen. Ein bisschen Cranberry-Saft. Nein, du ein bisschen Cranberry-Saft? Lecker. Oh mein Gott, ihr seid so niedlich. Ja, du auch. Bitteschön. So, dann mache ich euch euer Brötchen. Amaya kommt auch jetzt. Sag mal guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben einen Wasserspender. Leo. Das ist natürlich das Lieblingsspielzeug im Moment hier in der Küche. Die Babys, ja, da sind auch die Babys. Aha, aha. Na, nicht damit spielen, Leonora. Nö, übrigens, das waren gestern Leonora, Naima links auf dem Bild und Leonora rechts. Ja, Mama ist da. Du freche Biene, du. Wow, tanzen, wow. Das ist so süß hier. Schaut mal, das ist alles für die Kinder. Das, das, Wasser, da, wow, mehr Wasser. Und hier können sie malen. Malst du, kleiner Picasso? Blümchen hat das erste Mal Jeans an. Hey, oh, keine Lust zu laufen. Mal wieder aus dem Auto, weil hier ist es einfach am ruhigsten. Die Drillinge schlafen, die sind eingeschlafen nach dem Messi Play innerhalb von, ich glaube, 5 Sekunden. So niedlich und alle so irgendwie. Anis und ich sind jetzt schnell frühstücken gegangen. Also ich habe ihn abgeholt und dann schnell frühstücken. Und siehe da, die Schule ruft an. Alia ist vom Klettergerüst gefallen und wir müssen jetzt mit ihr zum Röntgen. Es ist so krass, hier ist einfach wie auch sonst. Der Arm ist gebrochen. Gott sei Dank sind wir schnell zum Röntgen. Zweimal, doppelt sogar. Einfach hinfallen in der Schule, zack, das war's. 4 Wochen Gips. So, Mausi. In deiner Lieblingsfarbe? Ja. Geschafft. Hey, wie schick seht ihr aus in euren Jeans? Lass ein Ei machen. Nicht am Ohr ziehen, so mal. Ei machen. So, haben wir gut gefrühstückt? Und dann? Sind wir zum Auto gelaufen? Nee, eben nicht. Dann habe ich noch mal bestimmt 15 Minuten gesessen und gewartet. Und sein Blick sagt alles, die Soße gestern war ein bisschen scharf. Oh mein Gott, ich sitze in diesem Laden und denke, er kommt einfach nicht mehr zurück. In so einem Indoor-Playground, ganz neu. Das ist so schön. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Oh, nicht drängeln, kleiner Mann. Wow, wer kommt da? Ja? Wow, das ist nagelneu hier. So schön. Naima, gehst du einkaufen? Ja, bist du einkaufen gewesen? Schaut mal, da hinten gibt es einen Umkleideraum, einen kleinen Flohmarkt oder Gemüsemarkt, Burger. Hier können die backen. Oh mein Gott, da kriege ich selber Lust zu spielen. Eine Parade. Eine kleine Drillingsparade. Nora sieht die Äpfel hier an der Fensterscheibe und macht immer njom, njom, njom. Sie kriegen Hunger, wenn sie das Essen sehen. Njom, njom, Naima. Leonora, sorry. Schmeckt das alles, Leonora? Nee, ne? Sie probiert einfach alles und schmeißt dann weg, weil es so schmeckt. Njom, njom. Deine Geschwister? Ich verlinke euch gleich, wo ich hier bin. Es ist auf jeden Fall in der Mall und es hat nagelneu aufgemacht, in welcher Mall ich bin. Es ist so schön hier für Kinder wirklich. Es ist einfach so sauber und überall
Herren und Damen, die aufpassen, dass alles in Ordnung hat, die mit den Kindern spielen, die mit den Rutschen. So freundlich, jede volle Stunde wird hier getanzt. Boah, habe ich durch Zufall entdeckt, letzten Samstag, als ich die Kinder beim Geburtstag zu früh abgegeben habe. Erinnert ihr euch daran, dass ich einfach falsch am falschen Tag kam? Da habe ich das hier entdeckt.